What's up? Hey Leute, hier ist euer Sniper zu einem neuen Commentary auf unserem Kanal. Und heute seht ihr nicht Halo Reach, sondern Halo 4. Und zwar ist es ein Gameplay von Alamite Warrior on Andrift. Erspielt wurde das alles auf der E3 und er spielt Infinity Slayer. Ich werde nun im Folgenden das Gameplay etwas analysieren und meine Meinung dazu abgeben. Anfangs sieht man, dass er, glaube ich, seine Klassen einstellt, was mir schon mal gar nicht gefällt, weil genau das, was mir dann an Halo gefallen hat, ist weg, nämlich dass jeder von Anfang an dieselben Waffen hat und somit auch dieselben Chancen. Aber nun ja, ich lasse mich überraschen und mache mal keine Vorurteile. Hier stellt er kurz seine Controller-Settings ein und los geht's. Sprint ist natürlich dabei, was auch nicht so mein bester Freund ist, die ganzen scheiß Abilities. Gerade eben habt ihr kurz die Forerunner Vision gesehen, das bedeutet, ist eine Art Röntgenblick über die Map, sodass man die Gegner sehen kann. Auch nicht so mein Ding, ist ein bisschen Noob-like, aber damit wollen sie, glaube ich, die Abwechslung reinbringen. Hier seht ihr gerade das Schwert, dass es angezeigt wird, dass dort eine Waffe liegt. Muss meiner Meinung nach auch nicht sein. Und hier, das erinnert mich einfach extrem an den Armor-Lock. So im letzten Moment, wo man One-Shot ist, das Schild aufzubauen. Also genau das, was sie irgendwie gepatcht haben bei Halo Reach, haben sie jetzt nochmal Halo 4 reingepackt, so ähnlich. Oh, also bis jetzt gefällt mir das hier irgendwie gar nicht. Dazu muss ich aber noch sagen, die BA sieht gut aus, finde ich. Bloß irgendwie sieht das Laserteil oben ein bisschen schwul aus und der Sound könnte auch ein bisschen härter sein, so wie in Halo 3 zum Beispiel. Aber man will sich ja nicht dauerhaft beschweren. Wie die Map jetzt ausschaut, sieht ganz gut aus, finde ich. Erinnert mich aber ein bisschen an die eine Map aus dem Defiant-Pack. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, weil ich das so gut wie nie gespielt habe. Aber ich habe mir davor schon ein paar andere Halo 4 Pro Gameplays angeguckt und die haben öfters mal mit der BA gechoked. Das heißt, ich hoffe, es ist wirklich relativ schwer damit zu treffen. Nicht damit, wie bei Reach zum Beispiel mit der Dilma, dass da jeder Volldepp treffen kann. Hoffe ich zumindest. Ja. Hier wieder die Forerunner Vision, also finde ich meiner Meinung nach eine Schnapsidee. Ich hoffe, die wird, in MEG wird die meiner Meinung nach, denke ich, überhaupt nicht vorhanden sein, was mich schon wieder ein bisschen fröhlicher stimmt. Und Infinity Slayer ist ja sowieso generell was anderes. Ich habe mich damit jetzt nicht ganz so genau befasst, aber ich glaube, das ist auch so, dass es so eine Art Killstreaks sogar gibt. Ey, das was mich total irgendwie, da das Hologramm, auch bekannt aus Reach, was mich total, keine Ahnung, wie es mich stimmen soll, halt komisch. Irgendwie, ich habe es im anderen Gameplay gesehen, der hat dann Killing Spree gemacht und dann konnte er irgendwie zwischen drei Sachen auswählen und auf einmal ist dann vor ihm so eine komische Waffe gespawnt, die meiner Meinung nach so aussieht wie die Shotgun aus Crysis 2. Und generell erinnert mich das Spiel auch stark von der Grafik her und von den Figuren an Crysis, besonders die Kampagne. Könnt ihr ja dazu sagen, was ihr davon haltet. Und hier, ihr seht schon, die Spartans können sehr hoch springen, was ich cool finde, weil ich ein Fan halt, als Bumperjumper bin ich halt ein Fan vom Rumspringen und deswegen freut mich das auch, dass man wieder schön high jumpen kann. Ja, die Map ist ein bisschen größer, glaube ich. Was spielen? Ich glaube 4 gegen 4. Und eine Sache, die mir noch nicht gefällt, ihr seht rechts unten über den Score, 130 zu 50. Wieso haben sie es nicht einfach gelassen? So ganz normal, ein Kill, ein Punkt. Jetzt ist wieder wie bei Call of Duty, dass man für einen Kill 100 Punkte bekommt, beziehungsweise hier 10 Punkte. Und das dadurch dann irgendwie, dass man dann mit 7500 Punkten gewonnen hat, wie in COD, wird man hier wahrscheinlich mit 500 Punkten gewinnen. Ja, irgendwie mit irgend sowas. Und wieso lassen sie nicht einfach, dass ein Kill einen Punkt gibt? Und hier gleich nochmal zum Level-System. Sie haben kein Rank-System genommen, was ja schon vorher feststand, dass sie es nicht nehmen, aber sich trotzdem sehr viele gewünscht haben. Sondern ich glaube, es ist jetzt wie eine Art Reach-System. Irgendwie, man kriegt für jede Aktion, für jede gute Aktion Punkte. Sagen wir für einen Assist hier 5, glaube ich. Und für einen Kill 10 Punkte, dann für einen Granatenkill 15 Punkte. Was ja eigentlich nichts anderes ist, als für seine Aktion Credits zu bekommen. Das ist ja dasselbe. Also es ist eigentlich meiner Meinung nach fast gar keine Veränderung. Jeder kann wieder den höchsten Rang erreichen, ohne irgendwas geleistet zu haben. Sagen wir mal, wie in Reach, da kann jeder Volldepp-Inheritor werden, solange wenn er nur lange genug spielt. Und ich habe Angst, dass es halt in Halo 4 auch was gibt. Es sollte sowas sein, dass der höchste Rang was Besonderes ist, wie zum Beispiel in Halo 3, wenn da einer ein 5-Sterne-General war, dann hat er das sich verdient gehabt. Da wusste man einfach, was man an dem hat, dass er gut ist. Und nicht irgendwie, dass er so ein Vollbob ist, weil es gibt auch Inheritors, die minus 40.000 oder sowas und sacken dann einfach nur. Also das würde ich schon cool finden, dass man wirklich auch am Rang erkennt, was einer drauf hat, beziehungsweise was er nicht drauf hat.
Ja, hier das Sword, mal gucken. Ja, bekannt, One-Hit natürlich. Kann man wahrscheinlich immer wieder nicht blocken, aber naja. Naja, naja. Allgemein, ich werde jetzt auch gar kein Flame hier zu Halo 4 machen, hier Headshot. Die Medaillen sehen ein bisschen komisch aus, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, da, das meine ich, da seht ihr diese drei Optionen, die er hat. Und jetzt hat er irgendwas ausgewählt und dort spawnt irgendwas. Ich habe so eine fette, sieht aus wie so eine Mini-Uzi. Oder einfach eine Pistole, wo ein fetter Bums hinter ist, keine Ahnung. Lass ich mich mal überraschen. Das ist ein Granatenwerfer, oder? Ja, das ist ein Granatenwerfer, nice. Okay, das finde ich immer cool, weil der Granatenwerfer aus Reach, den mochte ich sehr doll. Und der hier sieht zwar ein bisschen komisch aus, sieht nicht aus wie ein Granatenwerfer, aber denke, der ist trotzdem cool. Ja, mit dem Granatwerfer hat jetzt irgendwie noch nichts gerissen hier, aber naja. Auf jeden Fall diese Auswahloption, dass man drei Sachen nehmen kann, finde ich auf einer Seite halt lustig, wenn es nur in diesem Modus ist, wirklich nur bei Infinity Slayer. Wenn es woanders ist, dann würde ich mich schon ankotzen, aber so finde ich es in Ordnung. Ich habe irgendwo mal gelesen, beziehungsweise gehört, dass es auch random Waffenspawns gibt auf der Map, was ich nicht glauben konnte und bis jetzt auch noch nicht wirklich genau erkennen konnte, ob es wirklich so ist. Ich hoffe natürlich, dass es wieder nur in einigen Modes so sein wird, aber ich setze meine kompletten Halo 4 Hoffnungen einfach in MEG, dass die da uns eine nice Playlist raushauen, die dann wirklich spielbar ist, ohne irgendwelche Noob Perks wie Forerunner Vision, beziehungsweise so ein Killstreak Scheiß. Dort habt ihr gesehen, wenn man angeschossen wird, sieht man auch den, von wo man abgeschossen wird. Irgendwie cool, aber ich finde, es ist zu deutlich irgendwie. Es soll ja auch irgendwie angezeigt werden, wenn eine Granate vor ihm explodiert, was irgendwie auch so Call of Duty mäßig ist. Die Piste sieht cool aus, finde ich. Was sie so drauf hat, will ich gleich mal sehen. Hier die bekannten Lifts aus Halo Reach. Kann man immer einbauen in eine Map. Ja, übrigens, falls ihr noch mehr Pro-Gameplays sehen wollt, verlinke ich mal einfach die Playlist von MEG. Könnt ihr auf die Website gehen und euch alle Gameplays angucken. Falls ihr noch mehr Halo 4 Gameplays jetzt auf unserem Channel sehen wollt, müsst ihr es einfach schreiben. Wenn nicht, würden wir nach dem Video weiterhin mit Halo Reach einfach vorfahren. Weil die Gameplays ja eh nicht von uns erspielt sind, die Halo 4 Gameplays. Wäre auch zu schön, wenn wir es schon knapp 4 Monate vorher spielen dürften. Aber leider ist das nicht so. Und ja, also falls ihr nochmal ein paar Pro-Gameplays analysiert haben wollt, ich weiß, ist jetzt nicht die beste Analyse, ich mache es so ganz spontan, es ist noch früh am Morgen, also bitte meckert hier nicht zu viel rum. Dort die Magnum habt ihr gerade gesehen, sieht eigentlich ganz gut aus und ich bin jetzt mal gespannt, ob hier noch eine DMA zum Einsatz kommt, weil ich die gerne sehen würde und darüber auch ein paar Sachen sagen. Noch zu einem Thema, ich habe mir jetzt schon ein paar Gameplays angeguckt, aber ich bin leider nicht in den Genuss gekommen, einen Sniper zu sehen, was mich einerseits sehr traurig stimmt, weil ich natürlich die Sniper unbedingt sehen will, was sie daraus gemacht haben. Aber vielleicht wollen die doch einfach noch so unterm Tisch halten, dass es noch so einen Überraschungseffekt hat, was ich auch verstehen kann. Aber auf die Sniper bin ich auf jeden Fall gespannt, ob es wieder so ein leichtes Snipen ist wie in Halo Reach, weil da konnte ja wirklich, glaube ich, jeder Depp fast snipern mit dem nice Auto-Aim, ey. Und wenn du Halo 3 spielst, beziehungsweise nicht so aktiv gespielt hast wie ich, merkst du einfach, dass es total schwierig ist, in Halo 3 wirklich einen Headshot zu droppen. Das ist wirklich extrem schwer, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du Halo 3 halt nicht aktiv gespielt hast. Und ich hoffe, dass es genauso in Reach wird, dass Snipern wirklich was Schweres ist. Ich frage mich gerade, wieso der Homo da gerade geleuchtet hat. Vielleicht ist es so ein Custom Power oder sowas ähnliches, was halt Doppelschild gibt oder sowas. Anders kann ich mir das hier nicht erklären irgendwie. Links unten ganz bekannt noch das Radar, kann ich ja noch erwähnen. Und ja, die Map-Gestaltung gefällt mir eigentlich ein bisschen, halt wie die Defiant-Map und irgendwie auch ganz Construct, keine Ahnung warum. Ein bisschen irgendwie so leicht entfernt aus Halo 3, aber irgendwie ist es schon cool. Da die Piste im Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob die Blumen hat. Auf jeden Fall hat die DMA hat die Blumen, weil die sonst im Gegensatz zur BA, glaube ich, overpowered gewesen wäre. Was ich auch wieder irgendwie scheiße finde, dass die es nicht richtig ausbalanciert haben, sondern den Bloom einsetzen müssen, weil genau dieser Bloom wurde ja gepatcht in Halo Reach und jetzt bauen sie es gleich wieder ins Spiel ein, was unverständlich meiner Meinung nach ist. Und meiner Meinung nach hätte man auch die DMA weglassen können in Halo 4. Schließlich passt das auch gar nicht von der Story zusammen. Schließlich ist Halo 4 nach Halo 3 und in keinem Teil davor gab es die DMA, deswegen ist es ohne Sinn einfach. Und ich finde, es müsste nur also eine gute Waffe geben, sage ich jetzt mal.
es gibt zwar jetzt den, in Halo Reach gibt es den Needle und die DMR, die man zusammen so vergleichen kann, weil beide so eine Einschusswaffen sind. Man kann zwar den Needle auch, Needle Rifle auch gedrückt halten, aber naja. Dann in Halo 3 war es halt die BR und der Karabiner. Und hier bei Halo 4 gibt es anscheinend alles. Ich habe hier gesehen den Karabiner, einen anderen Gameplay, die BR, die DMR. Und ich glaube, dass es nicht ganz ausbalanciert ist, sondern dass die eine Waffe viel besser ist. Ich glaube, DMR ist wieder 4-Shot, wenn du alles triffst, und die BR halt 5-Shot. Aber ich glaube, trotzdem ist die BR, die DMR ist 5-Shot, sorry. Und ich glaube, die DMR schießt viel schneller als die BR. Und deswegen haben sie halt den Bloom eingebaut, weil er auf weite Entfernung zu stark wäre. Also sind jetzt alles nur Vorprognosen, sage ich mal, weil ich habe ja das Spiel noch nicht gespielt. Und sobald ich es am ersten Tag habe, werde ich auch sofort ein Gameplay mit einer kleinen Analyse raushauen. Und ja, hier das Assist-Zeichen sieht cool aus, erinnert mich ein bisschen an dieses Yin und Yang-Teil. Morgen kommt auch noch ein kleines kurzes Info-Video, wo ich ein paar Sachen ankündigen werde. Und ja, wir sind jetzt hier fast am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, also meine kleine Mini-Analyse. Und natürlich auch Halo 4, irgendwie, dass ihr sagt, so, ja, nicht alles ist schlecht, sondern es sind viele gute Ansätze dabei. Und schließlich wird es auch ein paar Patches immer zwischendurch geben, was das Gameplay hoffentlich immer wieder noch verbessern wird, wenn was nicht stimmt. Und ich freue mich trotzdem sehr auf Halo 4. Hier das Victory-Zeichen sieht sehr episch aus. Also Leute, das war's von mir. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Halo 4 sehen wollt oder nicht. Haut ja rein. Fick die Schule. GGC.